Totally fine. Und ich glaube, euch macht es auch irgendwie mehr Spaß, wenn ich wirklich auch vorne mitfahren kann oder so. Oder zumindest bei McLaren jetzt hinten zu fahren. Na gut, jetzt ist vielleicht die Herausforderung weg, aber ich meine, ein Spiel macht doch nur Spaß, wenn man auch selbst daran Spaß hat und sich nicht immer nur wegdrehen tut. Jungs haben ein neues Aerodynamikpaket am Auto installiert. Nach unseren Daten müsstest du jetzt spürbar mehr Abtrieb haben. Cool. Und ja, lassen wir ruhig die Okay, es Fahrer mal mit sollte ein ihren Kinderspiel sein, die nächste geskripteten Zeiten Qualifying-Session mal zu fahren. erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Oh, Allgäu 1,34, 1,32, okay, gut. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Zeiten der Rosberg. Oh, ja gut, der Rosberg ist gut. So, Reifen haben wir 100%. Auf die Strecke, fliegende Runde. Gut, wir sind so von unserem Auto überzeugt, dass wir es auch ohne groß Anlauf hier schaffen. Wir haben sogar freie Fahrt hier momentan. So, drei Fahrer sind nur in der Box. Das heißt, die anderen sind hier irgendwo unterwegs, allerdings. Mal schauen. Zumindest nicht direkt vor uns. Und. Oh, wir haben sogar bloß Platz 7 als Ziel diesmal. Und schon mal verbremst. Oh, was sagt der zweite Sektor? War wahrscheinlich das DRS etwas zu spät auf jeden Fall auf. Aber wir haben, glaube ich, momentan, wenn diese Anzeige sollte ja immer, glaube ich, die von der Gruppe jetzt, wo man rausfällt, sind wir momentan 1,3 Sekunden vor denen. Gut, und wieder weiterhin ist vor uns keine. Zumindest noch nicht unmittelbar. Jetzt die letzte Kurve. Die immer so ein bisschen tricky ist, muss man ganz sagen. Das ist Platz 12 momentan. Aber gut, wir sind auf Fahrtenreifen unterwegs. Vielleicht geht es in der zweiten Runde nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Ich glaube allgemein, dass die Wagen auch oder die KI stärker gefahren sind. Wieder diese Stelle. Hier bin ich eindeutig zu spät am Bremsen. Ah, bloß Platz 12. Das ist doch schon momentan eine kleine Enttäuschung. Ist natürlich auch die Frage, wie viele von den KI sind jetzt auf weiche Reifen unterwegs und wie groß der Unterschied natürlich von den geskripteten Zeiten ist zu den reellen Zeiten, die sie fahren. Hier haben wir wahrscheinlich wieder die lange gerade die Föhe und die Überholmanöver sorgen wird und hier bin ich eindeutig zu spät. Das war nicht gut für den Reifen, auf jeden Fall nicht. Sehr Ah, schnell in 2 Zehntel Sektor wieder. 1, aber du verlierst ein bisschen Zeit in Sektor 2. Natürlich, ich bekomme Verkehr. Algosari. Gut, ich bin ja auch überhaupt nicht auf einer schnellen Runde, ne? Schon mal daran gedacht,
die Leute vorbeizulassen, die auf einer schnellen Runde sind. Danke sehr. Welchen Schumacher kann das? Hat er bloß 15. gekostet. Dafür sind aber jetzt mal die Kurven zumindest etwas besser gelaufen. Du solltest jetzt auf die weichen Reifen wechseln, um deine Zeiten zu verbessern und Plätze gut zu machen. Ja, da habe ich nochmal 15. jetzt gut gemacht. Also langsam läuft's. Jetzt komme ich so langsam in den Rhythmus. Okay, komm an die Box, komm an die Box. Du sehr gut, Heidfeld. Noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. Na gut, jetzt kann ich bloß hoffen, dass mir das nicht zum Stolperstein wird. Ich wollte eigentlich bloß den Windschatten nutzen, aber wenn er denn auf einmal auch rüberzieht, wenn ich rüberziehe, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber okay, gut. Wie sagt man so schön, der hintere... Der hinten drauf fährt, hat Schuld, also bin ich derjenige, der diesmal die Schuld auf sich nehmen muss. Und wenn ich eben halt als dafür rausfliege, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, allerdings, naja, muss ich da wohl damit leben. Platz 12, jetzt kommt erstmal die Wagenreparatur. 3 Minuten 44. Und wir sind momentan 13. Wir haben durch die Reparatur des Autos Zeit verloren. 13. und wir spulen mal hier jetzt ein paar Sekunden vor. Gut so, du hast Q2 erreicht. Ja, auch gerade wieder bloß... sagen wir mal gerade so. Rosberg, erster, fette, zweite, dritte Schumacher. Also Rosberg ist heiß auf den Titel, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Qualifying 2. So. Mal schauen, was jetzt so möglich ist. Eigentlich ja bloß, am liebsten bloß eine gezeitete Runde. Machen es einfach so wie die Profis, ne? Einfach so, gib ihn nachher am Ende rausfahren. Wir riskieren es einfach mal mit einer gezeiteten Runde. Auf der Strecke herrscht ganz schön Gedrängel. Die meisten Autos sind draußen. Na ja, weiß ich doch. Machen die fliegende Runde. Immer mit der Ruhe. Massa fährt eine 1.33.0. Jetzt ist Maldonado mit 1.32.9. So, jetzt lasse ich nochmal ein bisschen Luft nach vorne. In Sektor 2 ist jemand abgeflogen. Gelbe Flaggen in Sektor 2. Okay. Ich hoffe, ich nicht. Sektor 2 ist wieder freigegeben. Rennbedingungen in Sektor 2. So, jetzt wollen wir mal gucken, was mit den weichen Reifen so möglich ist. Okay, mit dem weichen Reifen momentan Bestzeitkurs. Natürlich müssen wir auch das jetzt bis ins Ziel bringen. Das wird auch nicht schwer. Besonders da ich jetzt hier schon wieder zwei, drei kleine Fehler schon drin gehabt hatte in dieser Kurvenkombination. Wir kommen, glaube ich, mit der Teil, wo ich wahrscheinlich überlegen bin gegenüber den anderen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, hier an der Topspeed, weil ich habe ja schon 340, habe ich mal hier drauf. Okay.
Letzte Kurve ganz gut erwischt und jetzt. Ja, 1:31,6. Gut, da brauchen wir jetzt sogar gar nicht mehr so wirklich weiterfahren. Da gucken wir uns doch lieber ganz gemütlich die Zeiten an von den anderen. Alle nochmal Verbesserungskurs jetzt. Oh, der Masse 1:31. Oh, jetzt legen sie nochmal los. Aber Dritter. Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Ja. Oh, Kobayashi hat sogar auch noch geschafft. Wie hat der es denn gemacht? Raus sind Barrichello, Perez, Maldonado, Hamilton. Oh, 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 oh. Also der McLaren scheint eigentlich wohl wirklich nicht so gut zu sein. Weil wenn Hamilton jetzt schon rausfällt? Fragen mehr Fragen hier. So, ich simuliere jetzt ungefähr eine Minute vor, damit ich ganz am Ende des Pulks bin. So, okay, alle sind raus. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Okay, gut. Und jetzt werden wir gleich rausschränken. Auf die Strecke, los. Rausfahren. Alles ist bereit. Auf geht's. Und ich trinke kurz was. So, und da bin ich wieder. Und wir sollten, ja, wir haben genügend Vorsprung auf die Person, die jetzt da kommt. Die ist jetzt erst in der Hanade-Kurve. So, da haben wir die Reifen. Ich hoffe natürlich, dass die Reifen jetzt warm genug werden in der ersten Runde gleich schon. Ich glaube, ich würde mal sagen, also zum Beispiel in Abu Dhabi habe ich das letztes Mal ausgetestet, da haben die knapp die ganze Runde gebraucht, wirklich, um warm zu werden. Also durch die zwei langen Geraden dort natürlich hat es ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt eigentlich hier durch dieses Kurvengeschlänge allein schon sollten es eigentlich warm genug werden. Bremsen werden auf jeden Fall warm genug. Und jetzt sollten, glaube ich, die Reifen links recht warm werden. Oder warm genug. Haben wir ein paar Schlangenlinien hier. Und jetzt ziert es. Oh, dann wollen wir hoffen, dass die Computer auch gleich mal ein paar Runden fahren. Wo ich schon mal ein paar Zeiten hinlegen für mich. Zumindest wenn ich im ersten Sektor durch bin. Die erste Zeit kommt von Heidfeld. Okay, und Heidfeld ist nicht wirklich schnell gefahren. Weber. Weiß auch nicht wirklich schnell mit seiner 1:38,9. Was ist los, Leute? Ihr seid so schlecht. Kann nicht sein, dass ihr auf einmal 6 Sekunden langsamer seid. Das glaube ich euch nicht. Ich kann auch niemandem erzählen, dass ihr jetzt auf einmal 6 Sekunden, fast 7 Sekunden langsamer seid, als eben gerade noch. Aber anscheinend seid ihr jetzt plötzlich 8 Sekunden langsamer. Oh,
Oh, okay, gut. Ach, ist das schön, wenn... Ist das schön, wenn Codemasters die Zeiten scriptet. Ehrlich. Besonders jetzt mal kurz rennen direkt auf. Was für Reifen fahren denn? Auf der Strecke. Weiche Mischung. Die fahren alle auf weich. Okay. Ist natürlich die Frage. Ups. Wann gehe ich denn raus? Ich glaube, am besten wäre so bei 2:30 ungefähr, wenn ich mich dann auf den Weg machen würde. Hamilton-Stelle. Aber wir haben sie gemeistert. Ey, das kann nicht angehen, dass die so lahmarschig fahren jetzt plötzlich. Ey, das ist auch übelst buggy, das System hier von Codemasters. Das kann auch wirklich gar nicht angehen. Die fahren jetzt wieder alle an der Schnur raus, sage ich mal. Und ja. Bessere Zeiten werden sie trotzdem nicht fahren. Da habe ich das Gefühl. Was habe ich gesagt? Bei 2:30 gehe ich raus, ne? Du bist im Moment der Schnellste auf der Strecke. Pole Position. Ihr seid richtig super gefahren, Leute. Super Logik. Wie kann man 7,3 Sekunden langsamer sein? So, setzen wir natürlich noch einen frischen Satz Reifen an. Ein, nicht an. So, und ja gut, jetzt wird es Zeit, dass wir rausfahren, weil wir sonst wieder genau vor den, weil wir sonst im Pulk wahrscheinlich sogar noch rauskommen. Und darauf habe ich keine Lust. ...2:15, okay, 1:30 brauchen wir für eine Runde ungefähr, etwas mehr. Jetzt Aufwärmrunde ist nicht ganz so schnell. Also dürfen wir ungefähr 20 Sekunden vorher rüberkommen, würde ich mal schätzen. So, KIs, jetzt legt euch mal ein bisschen ins Zeug und fahrt mal hier ein paar vernünftige Zeiten. Würde zumindest mich freuen. Also wirklich schnell hören sich nicht an, was sie da fahren. Das ist halt auch noch gar kein... Oh, die Kamera. So kann natürlich auch mal... Upsa, okay, gut, jetzt habe ich mich gleich mal verbremst. Noch eine Minute, nur noch eine Minute. Naja, ja, mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. So, wir können noch auf Fett stellen. So, und jetzt zählt. Noch 30 Sekunden in dieser Zeit. Ich hoffe mal, für die KI zählt es jetzt auch mal.
trotzdem ein bisschen schade, wenn die so schlecht fahren würden. Aber es sieht nicht so aus, ob Vettel ist der Zweite. Und die Zeit ist abgelaufen. Ja, ich beende noch meine aktuelle Runde. Auch wenn ich schon wieder einen Fehler gemacht habe und hier nicht das DRS-Schuh gemacht habe. So, mal gucken, was das mit der Einstellung Fett möglich ist auf der Grand Prix, eine Geschwindigkeit zumindest. Na komm, ich will die 3 42 mindestens sehen. Mindestens. Oh, gut, also nicht wirklich viel schneller. So, und das wird jetzt nochmal eine bessere. Eins hinter. Die Pole Position. Damit hast du gute Chancen auf den Rennsieg morgen. Klasse gemacht. Soll ich euch jetzt diese Zeit abkaufen von der KI Codemasters? Kann ich euch die abkaufen? Ich weiß es nicht. Ich traue dem Frieden auf jeden Fall nicht, der dort zu sehen ist, von der Zeit her. Ich traue euch nicht, Codemasters, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich traue euch nicht. Natürlich unsere erste Pool. Yeah. Doch, ich traue dem nicht mit den Zeiten. Also, im Rennen fahren die komplett anders. Das ist einfach seltsam. Das ist einfach nur seltsam. Wo kommen wir jetzt hier hin? Oder ich muss wahrscheinlich wieder auf kurzes Rennwochenende machen, weil ich dann die Zeiten vorsimulieren kann.